Hallo liebe Community, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Das heutige Video geht wieder um eine Frage aus der Community und da steigen wir dann auch direkt gleich ein. Wenn du dich fragst, welche Community, falls du davon noch nichts gehört hast, ich meine entweder hier auf YouTube die Community oder eben bei uns die School Community. Auf School gibt es entsprechend ein entsprechendes Forum, das heißt Photovoltaik, verlinke ich unten in den Kommentaren. Da gibt es spannende Informationen und Themen rund um das Thema VD4110, also rund um das Thema elektrischer Netzanschluss bei Photovoltaikanlagen. Das ist quasi ein Forum von Experten für Experten. Mittlerweile sind wir knapp über 60 Teilnehmer, ist kostenlos und da kannst du eben deine Fragen, die du zum Thema hast, entsprechend stellen und dich mit den anderen Teilnehmern gemeinsam austauschen. Genau, und die Frage dort aus der Community ist die folgende. Die liebe Beate hat wieder gefragt zum Thema Versorgungsspannung für die Komponenten des Netzbetreibers. Und da steigen wir auch direkt ein, ohne große Umschweife. Gehen wir wieder in die Präsentation und dann schauen wir eben, welche Komponenten sie meinen könnte. Ne? Das ist die erste Frage, die ihr euch stellt wahrscheinlich. Es geht um die Fernwirkanlage vom Netzbetreiber. Das Fernwirk-Gateway. Fernwirk-Gateway. Genau, das muss nämlich USV, also gepuffert sein mit einer unterbrechungsfreien Spannungsversorgung. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Also du hast ja meistens dann irgendwie eine Übergabestation. Da hast du dann irgendwie eine Mittelspannungsschaltanlage drin. Und auf der anderen Seite hast du eben deine Komponenten irgendwie hängen, ne? Beispielsweise den ECNA-Regler. Und auch vielleicht sogar eine Stations-USV. So, das ist die erste Variante. Dann hast du eine Stations-USV. Ich zeichne die mal da unten. Die versorgt dann deinen ECNA-Regler und die versorgt dann auch das Gateway vom Netzbetreiber. Das nennt man Fernwirkanlage EVU. Das kannst du machen. Was wir auch schon gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, es sind ja nur ein paar Komponenten, dass wir, sage ich mal, haben wir unseren Schaltschrank, also wir, meine ich, wir E-Technik. Dann haben wir da oben, haben wir meistens dann eben auch eine eigene USV mit drin. Unten haben wir Klemmleisten, da kommt dann die 230 Volt rein, ungesichert. Also 230 Volt AC ungesichert. Alles AC, wir sind ja nicht beim in der Apotheke, ne? Genau, und dann haben wir hier die USV, dann haben wir einmal unseren ECNA-Regler. In dem Fall Backup-Steuerung, die ist mit der USV verbunden und ist dann entsprechend 24 Volt DC gepuffert. Und meistens haben wir eben so viel Platz im Schrank, dass wir sagen, okay, komm, wir nehmen das Gateway mit dazu. Meistens ist es irgendwie eine SAE FW5 oder sowas. Die nehmen wir bei uns mit in den Schrank und die hängen wir dann eben dort auch mit an die 24 Volt. Und dann ist das Ganze entsprechend versorgt und das Ganze ist natürlich dann miteinander verbunden, sodass sie eben sich austauschen können. Also die zwei Möglichkeiten sehe ich. Es gibt natürlich dann noch in Umspannwerken beispielsweise, wenn man einen Hochspannungsnetzanschluss hat, natürlich sowieso auch wieder, aber da heißt sie auch im Prinzip Stations-USV. Da sind es allerdings oftmals 220 Volt DC-Versorgung. Da muss man dann schauen, eben, was man da in USV drin verbaut hat und ob die Spannungen zusammenpassen und ob man das dann, ob man die dann verwenden kann. Die andere Sache ist eben, dass man, das ist im Prinzip die dritte Variante, dass ich das Fernwirk-Gateway, dass ich extra dafür nochmal ein Batteriesystem, sage ich mal, mit installiere und das dann direkt mit 24 Volt versorge. Ne? Also, dass ich einen kleinen Kasten baue, dann Batterien einbaue und dann eben so eine USV. Keine Ahnung, Batterien. Und das Ganze dann mit dem Fernwirkschrank vom Netzbetreiber dann eben entsprechend versorge, ne? 24 Volt DC. Also die drei Möglichkeiten habe ich. Also zeichnen wir das nochmal auf, beziehungsweise schreiben wir das nochmal auf. Also erste Variante ist, ich habe eine Stations-USV. Zweite Variante, Fernwirkanlage beziehungsweise Gateway im ECNA-Reglerschrank
Oder dritte Variante, ich baue extra eine eigene USV für das Gateway. Kommt natürlich dann eben drauf an, wo du in dem Projekt stehst. Ne? Wenn ich, sage ich mal, eine komplette Station neu auf die grüne Wiese plane, dann würde ich natürlich immer schauen, dass ich eine Stations-USV habe, also eine USV für alles. Das heißt Schutzgerät, Fernwegtechnik. Ihr müsst immer schauen, dass die ganzen Router dann entsprechend auch mit angeschlossen sind und mit USV versorgt sind, also mit einer unterbrechungsfreien Spannungsversorgung, sodass eben die Kommunikation auch weiterlaufen kann. Genauso wie LTE-Router oder ja, der Router, der sich nachher im Prinzip, DSL-Router, so wollte ich sagen, ne? Dass alle Komponenten, die irgendwie mit Kommunikation zu tun haben, die komplette IT-Technik im Prinzip eine eigene USV hat. Genau, und da ist dann eben wichtig, dass die USV so groß eben ausgestattet ist, also dass sie so groß dimensioniert ist, dass sie eben alle Komponenten mit versorgt ist und dass ihr dann nachher auch einen Nachweis erbringt, dass die USV dann eine entsprechende Zeitdauer, die vorgeschrieben ist, dann entsprechend hält. Und das macht man eben mit einer Berechnung, wo man eben alle Komponenten, die an der USV dran angeschlossen sind, in einer Excel-Tabelle auflistet. Dann schaut, wie hoch ist der Bezug von den einzelnen Komponenten und dann weiß man eben da, aufgrund von der Batteriekapazität rechnet man eben einfach nach und weiß damit nach, dass die Kapazität groß genug ist, beispielsweise über 8 Stunden dann diese Pufferung darzustellen. Genau, das ist alles. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was lernen zum Thema USV, wie wir das machen. Dann, genau, hoffe ich, wie gesagt, dass es etwas weiterhilft dann für euch und eure Projekte. Und solltet ihr Fragen haben zum Thema elektrische Netzanschlüsse, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, hier auf dem Kanal, dann gerne abonnieren. Die Glocke einschalten, dass ihr auch wirklich benachrichtigt werdet, wenn das neues Video dann veröffentlicht wird. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann entweder kommt ihr mit in die School Community, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich nehme die Fragen dann gerne auf und produziere dann daraus dann wieder neue Videos für euch und für dich, so dass ihr eben eure Fragen auch entsprechend beantwortet bekommt. In diesem Sinne, dir viel Erfolg bei deinen Projekten und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dein Daniel. Bis dann. Ciao.